stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. So, und somit ein herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Retro Last Light. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben weder Zeit noch Leute dafür übrig. Wenn sie sie noch nicht erkundet haben, da wird mich hier gleich bestimmt was anspringen. Würde ich Spaß haben. Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampen. Bist du bereit? Dann los. Passt auf, die Tür ist hinter dir. Viel Glück. Wollen wir die wieder anzünden? Nein? Ah, doch. Eklige Spinnenviecher, ey. Boah. Ich würde die kaputt treten, wenn ich dort wäre. Ich kann Spinnen gar nicht abhaben. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe bei durchgehend Deckung. Was für eine Ratte. Ich bin keine geduldige Frau. Beweg dich, es sei denn, du wirst einen Tritt in den Arsch. Versuch es doch. Kriegst du einen Tritt in den Arsch. Alles klar, los geht's. Okay, du vor, ich gebe dir Rückendeckung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Bewegung, ich komme nach. Ja, ich hätte es lieber andersrum gemacht. Geh nach rechts, links ist eine Sackgasse. Was hat sie aufgestellt? Pass auf! Wenn du sagst, es ist Sackgasse, da gibt's doch bestimmt irgendwas. Ist hier ein richtiger Friedhof. Boah, eine ganze Familie, das ist ja richtig traurig. Das Ding ist schnell. Ich glaube nicht, dass uns hier etwas Ernstzunehmendes begegnet. Klasse, die Leiter. Noch eine Familie. Wenn wir ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Oberfläche, setz deine Maske auf. Ich setze gleich auf, ich erkunde erstmal ein bisschen. Das ist vielleicht versteckte Bücher. Wusste ich doch. Na, Gasmaske auf, jetzt kannst du furzen.
Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Der ist für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Hilf mir hier mal! Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen hier so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch liefern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir hatten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Wie war denn nochmal die Taste? Da. Nein. Pack das weg. Warte mal, aber irgendwas ist mit der Maus nicht richtig. Steuerung. Die ist für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam gewesen. Nicht da lang, oder? Ja, da lang? Okay. Vorne krabbelt doch was. Was seid ihr denn für Fische? Kleine Fische, okay.
Wo ist er denn? Ja, das ist er nicht. Ich stelle mich gerade wieder ein bisschen zu doof an. Ja, müssen wir ihn jetzt töten oder soll man ihn eigentlich am Leben? Also war er damals abgehauen. Gut, dann war's das mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.